Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Mein Name ist Christoph D86. Beim letzten Mal haben wir ja mit der Todeskralle hier rumgekämpft. Und jetzt gehen wir wieder zur Museum der Freiheit. Zu Preston. Der will mit uns nämlich noch reden. Da gehen wir jetzt mal rein. Mal schauen, was er von uns denn möchte. So, da ist er Das auch schon. war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ja. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Genau. Nicht im Kampf. Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Gern geschehen. Geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Okay, geh Okay, mit. Gabi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Hast du das Loch in meinem Sag es mir Herzen? bitte. Cool, Ich okay. muss es wissen. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wie erlebt. Ich Gott sei wusste Dank, es. dass er Bitte lebt. sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen, nicht klar, aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth, Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Okay, ich brauche Bitte mehr Mama Informationen, Murphy, ich vielleicht. habe gar keine Spur. Erzähl mir mehr. Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Okay. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Hey, Wir Sturgis! brauchen das Bleib bei dritte der Auge. Powerrüstung. Und Wäre unser schade, neuer wenn sie Rost Freund ansetzen hier würde. wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, Ja. dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Darf ich sie Und jetzt sollen erschießen? wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das wartet, hier kann es entspannt wohl kaum. Euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, Ich oder? gehe schon mal raus. Also, Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Gut, dann gehe ich Hoffentlich mal finden wir hin. dort unsere Wir Zuflucht. müssen zuerst zu einer Farm gehen, noch ein Gut. bisschen Nahrungsmittel holen, dass wir dann Nahrungsmittel genug anbauen können für die Siedler. Das machen wir jetzt schnell. Jetzt war gerade ein kleiner großer Bogen jetzt zuerst um Sanctuary und dann fahren wir laufen direkt dahin. Da kam ein schöner Ladebildschirm. Jetzt ist er wieder weg. Aber meine Powerrüstung ist auch gleich wieder leer. Die kommt nämlich da hinten, ne? Irgendwo. Das ist ein Safe, cool. Dann habe ich gedacht, der hat schon nie gefunden, dass das ein Safe ist. Machen wir gleich mal auf. Ach cool, nehmen wir natürlich alles mit. Kleber, oh, Kleber ist wertvoll. Ist auch wertvoll, da kriegt man nämlich Fleisch und Leder.
Ah, jetzt hab ich. Ah, jetzt muss ich nachladen, scheiße. Ich glaube, das war's, oder? Tot. Oh, jetzt haben wir wieder Fleisch und Leder bekommen. Schön in den Po schießen, jawohl. Guck mal, die hat sogar einen Schraubenzieher drin. Wir können zwar jetzt, aber ich habe irgendwo Waffen, wo ich. Ja, guck sie, wie Stück, die tue ich mal alle. Alles sie ablegen, weil wir ja eine bessere Waffe da irgendwo haben. Hier, guck. So, jetzt schon können wir wieder rennen. Und da ist nämlich die Farm. Vielleicht kann ich ja die Mutterbären hier irgendwie anpflanzen. So, dann nehme ich ein paar mit. Die soll jetzt ja nicht wissen, dass ich hier war und habe geklaut. Deshalb mache ich es auch nachts. Datos. Ja. Noch ein paar Melonen mitnehmen. Ah, und jetzt können wir zu unserer Siedlung gehen. Die anderen sind erst bei der Red Trocken Station, das heißt, als wir haben noch genügend Zeit. Warte, Doc, ich muss gerade kurz nachladen. Sehr gut, Doc Meat. Fleisch nehmen wir auch mit. Und ein Level Up. Machen wir natürlich gleich. Wir gehen in. Hier in Waffenfreak natürlich. Als nächstes gehen wir dann in Hecken rein. Erstmal war erstmal Waffenfreak. Dass wir unsere Waffen ein bisschen aufpimpen können. Oh. Erste Seite geschafft. Die nächste Seite schaffen wir jetzt auch noch. So, und da sind wir schon. Unsere alte Heimat. Das Vieh habe ich hier schon zerstört. Das liegt hier noch rum. Gut. So. Dogmeat hat wieder was gefunden, das ist gut, Dogmeat. Ich muss gerade mal kurz meine ganzen Waffen mal verschrotten, wo ich habe hier. Fangen natürlich mit der Pistole an. Das können wir da machen. Mächtiger. Da fehlt uns Aluminium. Dann gehen wir auf Aluminium suchen noch. Und wir machen aber erstmal gehärteter. Und da können wir nichts mehr groß machen. Ich glaube, das war es aber auch schon, oder? Ne, da können wir einen schwerer Verschluss machen mit unserer Knarre hier. Nix. Auch mittleres Magazin können wir da noch machen. Und somit haben wir keine Rohstoffe mehr.
heißt also, ich muss jetzt hier mal kurz ein bisschen zerstören. Ups. Wir brauchen ja wieso Material zum Bauen, also können wir gleich hier alles noch ein bisschen zerstören. Die Powerrüstung bleibt natürlich da stehen, das Ding auch. Das kommt noch weg. Da ist Stoff. Stoff ist gut für Betten. Stahl ist gut für unsere Powerrüstung zum reparieren. Der hat einiges abbekommen beim letzten Kampf, wie ihr ja euch noch erinnern könnt, bei der Todeskralle. Und jetzt geht's hier weiter mit dem Zerstören, mit dem Wiederverwerten. So. So. Das noch, das noch, das noch. Die sind immer noch da. Schätze ich mal. Keine Angst, die Stadt bauen wir auch ein bisschen aus. Ich will kaum warten, bis da kommen sie auch schon. Oh, jetzt. Guten Tag. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu... Ja. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Genau, so sehe ich es auch. Also ich meine, ich habe hier gelebt. Ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Vor 200 Jahren. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Nein, mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Ja, ich kann der Siedlung helfen, Preston. Ist kein Problem. Ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Jo. Sturges, wo bist du, mein Freund? Da muss ich gerade mal kurz die Quest wieder aktivieren. Die sonstiges. Preston, das ist Mama Murphy. Da ist Sturgeon. Sturge, ich hab was für dich. Bist du bereit für etwas Arbeit? Ja, ich bin bereit. Ich helfe gern. Sag mir einfach, was ich machen soll. Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Okay. Dann fangen wir hier mal an. Hey, hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Nicht der Rede wert. Ihr seid wirklich durch die Hölle gegangen, was? Du kannst es dir nicht vorstellen. In den letzten Monaten haben wir alles verloren. Mein Sohn ist fort. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch jemanden verloren. Aber du und ich, wir sind noch da, oder? Wir müssen weitermachen. Für sie. Genau. Fertig. Kann ich jetzt hier weiterbauen? So. 1, 2. Keine Angst, ich baue da natürlich noch mehr Betten hier rein. Das reicht jetzt erstmal hier für die Quest hier.
Na, ich brauche Stoff. Okay, und jetzt können wir hier später. Wir haben jetzt. Wohl, wer babbelt jetzt mich wieder an? Ah, Mama Murphy. Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Ich habe hier früher einmal gelebt. Vor langer Zeit. Aber die ferne Vergangenheit ist für dich gar nicht so fern. Ich hab dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Die Welt erscheint dir wie ein Albtraum, aus dem du nicht erwachen kannst, nicht wahr? Ja. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Hier, bitte. Hier. Hab schon welches. Gönnst dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Yep. Das wird reichen. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh. Es ist okay, Mama Murphy, danke für so deine Information. In den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Okay. Puh, wow, das war anstrengend. Doch, mir müssen wir auch noch lernen machen, fällt mir gerade ein. Nicht vergessen. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. So, wo ist mein Freund Sturgeon? Wieder hin. Sag bloß, der pennt. Ey, du sollst nicht pennen, ich brauch deine Hilfe. Hey, Sturges. Pennen kannst du später, wenn ich mit der Aufgabe hier fertig bin. Aber jetzt nicht. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Ich bin dran. Sauberes Wasser kommt sofort. Super, vielen Dank. Okay. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ja. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Ein Stuhl? Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Ja, mach ich. Ich helfe gern. Danke. Bitte. Jetzt machen wir aber erstmal ein bisschen Wasser hier. Bisschen Wassersche. Was jetzt erledigt, jetzt gibt Mama Murphy noch ihr komischer Sessel. Wo wir kurz Stoff brauchen. Gehen wir gerade mal hier in mein alles zu Hause. Schon habe ich nicht wieder Stoff. Und könnte Mama Murphy hier draußen, dass sie alles sieht. Stuhl hinbauen. Stimmt ja, wir haben ein Level Up. Können wir gleich noch einsetzen, das Level Up. Das tun wir jetzt diesmal nicht den Waffenfreak, sondern hier rein. So. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was anpflanzen. Das machen wir jetzt kurz schnell. Machen wir erstmal das Holz, der Holzzaun weg. Gehen auf Essen. Packen hier noch ein paar Melonen noch hin. Natürlich sehr viele Tattoos. So, das reicht jetzt erstmal. Die restlichen Tattoos tue ich hier wieder ins Inventar rein. Da liegt eine Rolle Kleber. Okay, nehmen wir gleich auf. X. Oh, da alles mal rein. Das tue ich rein, das tue ich rein, das.
Okay, wir haben rechtes Bein gar nichts an. Die tue ich auch mal rein hier. Räder, rechtes Bein, haben wir nichts an. Oh, jetzt. So, jetzt können wir wieder mit searchen. Hey, Sturges. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Ich fange gleich mit dem an. Ich habe schon was angepflanzt. Ich bin schon so weit. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Okay. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Ich kümmere mich drum. Danke. Es werden sich alle hier viel sicherer fühlen. So, noch zwei Verteidigungstürme und dann ist die Mission auch wieder beendet. Unterwegs wir noch ein bisschen was zerstören hier. So. Okay. Ob der jetzt so ein Wachturm da oben hin? Concord muss ich auch noch leer plündern, das mache ich auch dann noch. So, ich baue jetzt irgendein Opfer. Das macht er jetzt. Beziehungsweise kann er eigentlich auch machen hier. Ah, geht doch nicht. Okay. Doch wieder zurück. Wer hätte es ahnen können, dass es nicht geht, hä? Also doch nochmal zurück hier. Du nicht, dich brauche ich noch. Du wärst jetzt mein. Oh. Beschützer, geh doch mal raus hier. So, dann ist es auch erledigt. Okay, mit selten Bubble nochmal und dann ist die Mission auch schon wieder beendet. Ja, super. Hey Serge, nicht in meine Wohnung, nicht in mein Haus rein. Nett. Das Ding nehmen wir natürlich mit hier, das Heftel. Ja, auch okay, erstmal hin. Das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Das hättest du eigentlich auch machen können, Serge. Ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Ja. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich weiß das zu schätzen. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Ja. Bis dann. Bis dann, ciao.
So, mit diesem Bild möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Danke, dass ihr meine Let's Play-Folgen immer schaut. Ihr denkt dran, lasst ein Like, Abo da. Tschüss, euer Christoph D. 86. Ciao, einen schönen Sonntag noch.